Guten Morgen. Ich bin hier in Bad Neuenahr am Stadion und ich will einfach ein bisschen heute an der Ahr fahren und am Rhein und dann über die Gemeinden der Grafschaft oben zurück zur Ahr, zu meinem Parkplatz. Einfach wieder Rad fahren, weil ich das jetzt ein paar Wochen eigentlich fast kaum gemacht habe. Ich freue mich drauf. Knapp 200 Meter vorbei hier an der Berufsschule in Bad Neuenahr bin ich gleich an der Ahr. Wir haben übrigens den 25. Januar 2020 und das Wetter, naja, nicht so doll. Wir haben zwar Hochnebel, der sich nicht verziehen wird, aber hier unten im Tal kann ich, glaube ich, ganz gut fahren. Hier ist die Sicht unterm Nebel doch ganz gut. Ich möchte heute einfach mal ein bisschen drüber reden, wie ich ein für mich wichtiges Thema löse. Und zwar Stromversorgung unterwegs. Habe ich ja schon öfter angedeutet. Ich benutze den Forumslader. Und dazu will ich heute einfach mal ein paar Daten nennen und ein bisschen erklären, was es ist, warum ich es nutze und wie ich schon mal sagen kann, womit ich sehr zufrieden bin. In Bad Bodendorf nehme ich heute mal nicht die umständliche Umleitung durch den Ort, den offiziellen Weg, sondern bleibe hier direkt an der Ahr. Bei dem Wetter ist eh nicht viel los. Und da störe ich auch keine Spaziergänger oder Fußgänger sonstiger Art. Und schöner ist sie auf jeden Fall. Ich bin jetzt gleich schon in Kripp am Rhein und dann fahre ich den Rhein ein bisschen aufwärts in Richtung Bonn.
Da bin ich schon wieder am Rhein. Die Rheinfähre Grip, Linz. Aber da fahre ich diesmal dran vorbei. Heute gibt es keine Rheinüberquerung. Ich bleibe hier auf der Seite. Der Forumslader ist ein Dynamo-Ladegerät, was also den Strom aus dem Dynamo nimmt und ein Laderegler sozusagen und ihn gleichzeitig zwischenspeichert in Akkuzellen. Also eine Powerbank sozusagen, alles in einem. Während der Fahrt lädt das Ding auf. Und nachher kann ich mich dann mit Strom versorgen. Ist ja wichtig, das Thema für mich, weil ich habe zwei Kameras, ein Handy, ein GPS-Gerät und bin gerne unterwegs, unabhängig von Steckdosen. Gleich bin ich schon wieder in Rehbargen und es ist eine wunderschöne Stimmung hier bei diesem diesigen Wetter am Rhein im Winter. Hier unterhalb der Brückenpfeiler, der ehemaligen Brücke von Rehbargen, ist heute keine Sau. Wunderschön, habe ich noch nie erlebt. Der Vorteil vom Winter. Wenn man sich so ein Ladegerät zulegen möchte, gibt es da ein paar Besonderheiten. Denn der Forumslader ist kein fertiges Gerät, sondern man muss basteln können und wollen. Denn der kommt einfach als Bausatz. Das ist eine nahezu fertig bestückte Platine. Und dann die entsprechenden Sensoren, Anschlüsse, Leitungen, die man dann eben noch anbringen muss. Die Akkuzellen muss man auch mit dem ganzen Teil verlöten und das Ganze dann eben noch irgendwie verpacken, zusammenstecken, in eine Hülle bringen, wie auch immer man das will. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Denn man kann ihn so aufbauen, dass er zum Beispiel in das Rohr, in das Steuerlagerrohr oder Gabelschaft, wie auch immer, reinpasst. Also sich ganz versteckt und mit USB-Anschlüssen auf dem Vorbau oben, auf der Headkappe, kaum sichtbar benutzt werden kann. Dann ist er natürlich fest eingebaut. Meine Version
ist einfach als kompaktes Gerät aufgebaut, was ich dann eben wegnehmen, abnehmen und mitnehmen kann, um dann abends im Zelt meine Geräte zu laden. Während ich hier so durch den diesigen Rheinuferweg radel, möchte ich euch aber auch noch erzählen, woher der Name überhaupt kommt. Weil Forumslader klingt ja erstmal ein bisschen sperrig, fand ich zumindest. Ganz einfach. Das Projekt rührt daher, oder die Entwicklung des Projektes rührt daher, dass über so ein Thema im Radreiseforum diskutiert wurde. Und später auch die Entwicklung da immer noch weiter diskutiert wurde und sogar noch wird. Ja, und da hat man das Ganze einfach nach diesem Ursprung den Forumslader nach dem Radreiseforum im Internet benannt. Gegenüber ist jetzt Unkel übrigens. Oberwinter, Rolands Eck, alles schon vorbei und der Nebel hängt so, dass ich auch den Drachenfels nicht erkennen kann, aber wie ich eben schon sagte, ist eine schöne Stimmung hier am Rhein. Das eben war der Bahnhof Rolands Eck mit dem Arp-Museum oben drüber. Weiter geht's Richtung Godesberg. Es ist Mittag. Ich habe eine Thermoskanne mit Kaffee mit, ein paar Brötchen. Ich denke mal, die nächste gemütliche Bank, wollte ich sagen, die wird meine sein. Hier gegenüber ist der Drachenfels. Fast kann man oben die Burgruine erkennen, gerade so im Nebel. Aber die Drachenburg, links daneben auf halber Höhe, die kann man erkennen. Das Ladegerät, ich habe es übrigens hier jetzt mal ausgebaut. So sieht meine Version aus von dem Ladegerät. Hier sind die Anschlüsse. Damit, das ist so ein Mini-Tamiya-Stecker, so ein Modellbaustecker, stelle ich den Anschluss zu einem Kabel, was vom Dynamo hochkommt, sicher. Und hier ist noch ein 12-Volt-Ausgang, den ich auch nutzen kann, von der Powerbank sozusagen, die da drin ist.
Hier habe ich die USB-Buchsen, der Taster zum Einschalten, ein Lämpchen, was mir sagt, wie der Status ist. Und hier ist noch ein kleiner Temperatursensor, weil das Ding gibt mir noch mehr Daten aus, als man eigentlich erwarten sollte. Aber dazu später mehr. Das Ladegerät ist so konstruiert, dass es den Strom, die Energie aus dem Dynamo möglichst effektiv nutzt. Es schaltet automatisch zwischen 4 Ladestufen hin und her, je nach Spannung und Leistung, die sehr unterschiedlich aus dem Dynamo kommen können, um die Leistung möglichst effektiv in die Akkus zwischenzuspeichern. Und auch die Akkus werden sehr effektiv geladen. Und zwar balanciert diese Elektronik zwischen den 3 Akkuzellen sehr genau, dass die möglichst einen genauen gleichen Ladestatus haben und nicht über- oder unterladen werden. Das soll einfach die möglichst lange Haltbarkeit gewährleisten. Weiter geht's Richtung Bad Godesberg. Meine Version des Ladegeräts hat übrigens die größten Akkuzellen, die ich mir dazu bestellen konnte. Und die Energiemenge reicht dicke aus, um, wie gesagt, 2 Kameras, ein Handy und das GPS-Gerät voll zu laden, beziehungsweise auch zwischendurch mit Strom zu versorgen. Denn das ist eine Besonderheit. Während das Ding selber lädt, kann es auch wiederum andere Geräte laden. Also ich kann während der Fahrt an den USB-Port mein Handy oder auch das GPS-Gerät betreiben. Und das funktioniert alles gleichzeitig. Ja, ich kann es übrigens auch zwischendurch, das hatte ich auf meinen letzten Touren auch schon mal so ein bisschen erwähnt, mit einem Solarpanel laden. Das heißt, auch so ein Solarpanel, was irgendwas zwischen 12 bis 18 Volt liefert normalerweise. Ich hatte da so eins etwas größer als ein DIN A4 Blatt. In den Pausen kann man damit auch noch Energie reinschaufeln, sofern die Sonne scheint, was sie heute nicht tut. Das letzte Solarpanel ist kaputt gegangen, war auch nicht allzu teuer. Ich werde mir wieder eins kaufen. Wieder so eins, was so nominell 10 Watt liefert. Effektiv sind es meistens 5 bis 7 Watt, die da rauskommen. Und in den Pausen dann weiter auch mit dem Solarlader den Forumslader aufladen. Da vorne haben wir jetzt die Fähre nach Königswinter und ich denke, bald biegt mein Weg auch ab in Richtung Grafschaft rauf. Ich fahre, soweit ich weiß, durch Godesberg durch und ja, dann hinten über die Käfer, wenn man es einfach mal so sagen will, also durch die Orte der Gemeinden Grafschaft zurück in Richtung Ahrtal. Hier kommt die Godesberger Fähre
Und hier biege ich jetzt nach links ab. Weg vom Rhein. Nochmal ein Blick zurück. Nach einer gefühlt nicht enden wollenden Stadtdurchfahrt durch Bad Godesberg zurück sozusagen, finde ich mich jetzt ganz plötzlich hier im Wald wieder. Das ist gut. Jetzt weiß ich auch, wo ich bin, in Wachtberg. Am Ortsausgang von Wachtberg, ein Aussichtsturm, sieht nach einem Steinbruch aus. Ich gehe mal rauf und schau mal. Okay, ein Steinbruch vulkanischen Ursprungs mit Basalt und Tuff und allem Gestein, was ich aus meiner Heimat zu Genüge kenne. Aber schön, hier ist ein See in der Mitte. Das Ganze wird als Naturschutzraum genutzt oder beziehungsweise den Tieren und Pflanzen überlassen. Schön. Ich bin jetzt auf einer Seitenstraße. Und es ist nicht mehr ganz so laut. Und dann möchte ich wieder auf das Ladegerät kommen, denn es gibt noch ein ganz besonderes Feature, was mir sehr wichtig ist. Denn das Ding unterhält sich mit meinem Handy, mit der entsprechenden App da drauf und hat dieser recht viel mitzuteilen. Auf gut Deutsch, der Forumslader hat ein Bluetooth-Modul, das mit der entsprechenden App auf dem Handy kommuniziert. Das Ding hat Sensoren. Einmal die Geschwindigkeit wird von den Dynamo-Impulsen aufgenommen, Temperatursensor, Drucksensor, um Höhendaten zu liefern und ach, was weiß ich nicht noch alles. Und da kann ich auch genau sehen, wie viel Energie jeweils rein und raus geht, auch gleichzeitig. Und das ist klasse. Das nächste Dorf heißt Oberbachen. Ich halte jetzt einfach mal drauf auf den Bildschirm von der App. Und zwar haben wir hier das Fenster für die Akkuinformationen. Ganz oben kann ich sehen, wie viel reingeht. Und das ist schon mal eine interessante Info, weil ich fahre gerade mal 10, 11 Stundenkilometer und es gehen schon 3 Watt Dynamo-Leistung rein.
Und man sieht auch darunter, das kleinere Akkuleistung entspricht der Dynamo-Leistung. Das heißt, das geht alles in den Akku rein. Rechts daneben, das obere, zeigt die Akkuspannung an und wie viel Verbraucherleistung im Moment rausgeht. Ich habe nichts angeschlossen, das heißt, da geht auch nichts raus. Und ich kann übrigens noch den Verbraucherausgang ein- und ausschalten. Das ist der kleine Button rechts unten. Oben groß die Geschwindigkeit, die wird in allen Fenstern angezeigt. Ich kann diese Fensterchen übrigens auch selbst zuteilen, verteilen, umändern, wie ich das mag. Ja, ganz unten natürlich grafische Darstellung des Akkuinhalts in Prozent. Ich habe jetzt einfach mal eins rübergewischt nach rechts. Kann ich nicht zeigen, weil ich ja mit einer Hand hier fahre. Also, ganz normale Tacho-Daten werden angezeigt. Wieder ganz oben die Geschwindigkeit, Fahrzeit, Gesamtwegstrecke, aktuelle Höhe, Steigung wird auch angezeigt in Prozent. Durchschnittsgeschwindigkeit, Uhrzeit, so das Übliche, was ein Tacho ausgibt. Das Ganze kann ich nicht nur hier für die Tour, sondern eben auch für den Tag anzeigen lassen. Das gleiche Fenster gibt es daneben nochmal. Ich kann also mehrere Tage einzeln abdrücken sozusagen und eine Tour gesamt mitloggen. Ist natürlich für Mehrtagestouren eine ganz feine Sache. Hier steht jetzt übrigens 169 Kilometer. Heißt, ich habe den Tacho beim Forumslader heute Morgen nicht zurückgesetzt. Ich bin jetzt hier schon auf den Grafschafter Höhen. Das ist die Verbandsgemeinde Grafschaft, glaube ich, heißt es. Und hier gibt es ganz viel Obstanbau. Hier jetzt gerade Erdbeeren zum Beispiel. Ist jetzt kein Obst, aber schmeckt auch lecker. Und das geht jetzt hier über einige Kilometer so. Ich bin schon wieder ein bisschen höher. Ist doch arg neblig. Da hinten an der Straße, da ist eine Bank. Da mache ich jetzt mal eine Pause. Dank der vielen Daten, die das Gerät an mein Handy sendet, weiß ich auch, wie viel Energie ich ungefähr damit rausziehen kann. Also, wie ich schon sagte, das reicht allemal, um all meine Elektrogeräte aufzuladen. Also, wenn der Forumslader ganz leer ist und ich am Tag so 80, 90, 100 Kilometer fahre auf einer langen Tour, vielleicht irgendwie an einem Fluss lang oder so, dann ist er abends wieder ganz voll. Das habe ich so ungefähr als Richtwert. Und das Schöne ist, der beginnt ab 5, 6, 7 Stundenkilometern schon, zwar ganz wenig, aber Energie zu sammeln. 1 Watt, 1,5 Watt. Und die größte Leistung kommt zusammen bei ungefähr 30 Stundenkilometer. Da sind es knapp über 10 Watt, die in die Akkus reingehen. Und das ist sehr schön. Also es gibt keinen Bereich, wo ich vergeblich fahre, wo das Ding noch nicht anspringt, weil der Dynamo irgendwie zu wenig Leistung liefert, was ja bei vielen anderen kommerziellen Ladegeräten, wie ich hörte, der Fall ist. Also ich bin da mit dem Forumslader voll zufrieden. Über den Holperweg muss ich jetzt weiter, wenn ich richtig sehe. Da will ich das mal angehen, aber es sind nicht mehr viele Kilometer. Dann bin ich schon wieder im Ahrtal. 2, 3 kleine Dörfer noch.
Werthofen, aber hier war ein paar hundert Meter eine echte Offroad-Passage drin. Ein matschiger Wirtschaftsweg von Maschinentief zur Forst. Aber Rad ist dreckig, ich bin durch. Jetzt habe ich wieder Asphalt. Ich bin jetzt mal ein bisschen abseits der Strecke, weil doch hier der Autoverkehr, ich fahre jetzt hauptsächlich über Landsträßchen, relativ laut und störend ist. Das Ladegerät speichert alle Trackdaten automatisch ohne Verbindung zum Handy. Das, was ich eben gezeigt habe, dass die App auf dem Handy ist quasi nur ein Anzeigegerät. Auch wenn ich eine Tour oder Tageskilometer oder was auch immer zurücksetze, wird automatisch der Datensatz gespeichert, auf dem Forumslader übrigens, mit Datum und allem. Ich kann also nachher immer noch mal nachschauen, was ich wann, wie, wo gefahren bin. Das ist eine super tolle Sache, super bequem. Also insgesamt, ich bin ein Riesenfan von dem Teil, von dem Forumslader. Man muss halt wirklich basteln können und wollen. Man muss schon mal einen Lötkolben in der Hand gehabt haben und wissen, dass man ihn nicht an der heißen Seite anfasst. Also ein bisschen Übung ist da notwendig. Aber ansonsten super Teil. Wer sich da jetzt weiter informieren möchte, zum einen die Homepage des Projektes forumslader.de, als ein Wort einfach. Dort findet man alle Informationen, auch wie man diesen Bausatz oder die Einzelteile oder die... Das Ganze ist auch möglich aufzubauen. Also man muss nicht dieses Bluetooth-Modul mitkaufen. Man kann auch eine einfachere Version kaufen. Also die ganzen Infos finden sich auf forumslader.de. Wer weitere Informationen dazu möchte, was überhaupt solche Ladegeräte für ein Dynamo betrifft, dem möchte ich das Online-Magazin Fahrradzukunft empfehlen. Und zwar haben die da über mehrere Ausgaben unter dem Namen Steckdose unterwegs Messreihen durchgeführt, die ganzen verschiedenen Ladegeräte verglichen. Da findet man also auch Kurven, bei welcher Geschwindigkeit, welche Leistung von welchem Ladegerät erbracht wird, Vergleiche. Fand ich sehr interessant bei der Vorbereitung darauf, welches Ladegerät ich mir nachher wirklich zugelegt habe. Ich werde die ganzen Links unter dem Video hier auch natürlich nochmal drunter setzen, sodass man sich da durchklicken kann. Also zum einen forumslader.de und Fahrradzukunft, das Online-Magazin. Dort einfach suchen nach Steckdose unterwegs. Da kann man sich dann ganz viel reinlesen. Und ich mache jetzt die letzten Kilometer wieder zurück ins Ahrtal zu meinem Auto und freue mich auf ein schönen, ruhigen Samstagabend. Vielleicht trinke ich meinen Rest Kaffee noch unterwegs. Das wäre noch eine Idee. Genau. Ich habe noch ein bisschen was in der Kanne. Mal schauen. Wenn ich noch eine Bank finde, dann mache ich das noch. Hinter mir ist Nierendorf und es geht jetzt durch dieses Tal hier ohne größere Steigungen oder Gefälle nach Bad Neuenahr. 6 Kilometer sind das noch und dann bin ich schon wieder am Auto. Dann habe ich insgesamt etwas über 53 Kilometer müssen das dann nachher sein.
Ja, für den Winter reicht das auch. Ich bin dann gut gelüftet, habe nochmal so viel Tageslicht wie irgend möglich eingefangen, weil das ist doch um diese Jahreszeit wirklich blöd, dass man sich fast nur im Dunkeln bewegt. Aber das war gut heute. Ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen Informationen geben, mit denen ihr was anfangen könnt zu meinem Ladegerät. Ich finde es, wie gesagt, toll. Ist nicht ganz billig, kostet nicht mehr und nicht weniger als andere Geräte auch. Aber ich finde, der Funktionsumfang ist top. Und ich habe das jetzt, glaube ich, schon seit 2 Jahren oder mehr. Keine Ahnung. Ja, es funktioniert einfach immer einwandfrei. Ja, weiter geht's. Ich bin wieder zurück. Es waren 52 Kilometer und es hat mir Spaß gemacht, auch wenn es natürlich vom Wetter und allem, von den Temperaturen nicht so dolle war. Aber das brauchte ich jetzt. Radfahren an der frischen Luft. Ja, wie ich eben schon sagte, hoffentlich waren meine Informationen hilfreich. Ich hatte Nachfragen in den Kommentaren, dass ich auch mal ein bisschen was zu meinem Ladegerät erzählen soll. Und ja, wenn da noch Fragen sind, einfach in die Kommentare schreiben. Ich versuche es zu beantworten. Ansonsten die Links, die ich genannt habe, die schreibe ich nochmal unter das Video hier. Und ich denke, das soll es dann für heute gewesen sein. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.